Ja, Hans Leuner, langjähriger Gemeindepräsident von Seewallen. Damals, als du warst, war glaub, die Holzbrücke zum Teil so gerne befahren. Was sind so deine Verbindungen über den Rhein durch? Wie hast du damals gehabt mit den Bürgermeistern von Vaduz? Ja, wir hatten hier schon immer ein gutes Verhältnis gehabt. Und das Hauptthema zwischen Seewallen und Vaduz war natürlich die alte Rheinbrücke, wo man immer wieder ein bisschen renovieren und dazuschauen. Ich mag mich schon noch erinnern, wo der Gerste, der Kamineur, einmal noch über die Altbrücke gefahren ist, wenn er auf der Seefelder Station das Güter abgeholt hat. Und gell, da links hat es ein Zollhäuschen gehabt. Weißt du, der Jos Luf war da, gell? Ja, aber das war schon vor meiner Zeit. Aha, ja. Aber die Holzbrücke, da ist ja auch darum gegangen, wer zahlt denn wie viel an den Unterhalt her. Und das war ursprünglich ein Drittel gewesen, Seewallen, Vaduz und Triesen. Und nachher hat dann, glaube ich, Triesen ausschliefen. Und jetzt ist es einfach eine Aufgabe für die Gemeinden Seewallen und Vaduz. Aber ist es typisch, also es lässt dich nicht kalt. Du bist ja heute jetzt noch daher gekommen, gell? Also, du hast nach wie vor noch Interesse noch in der Politik, was sich hier abspielt, über dem Rhein und auf dieser Seite des Rhein. Ja, sicher, man tut das Zeug schon noch ein bisschen verfolgen. Und man gibt sich aber auf der anderen Seite Mühe nicht, dass man nicht noch reinschnurrt. Ja, Brückenschlag, Markus Meier, um was geht es da? Also, Brückenschlag ist ein grenzübergreifender Kulturevent, gemeinsam organisiert von der Gemeinde Seewallen und Vaduz auf der alten Rheinbrücke und auf beiden Fahrplätzen. Du bist ein bisschen jünger als ich, ich bin ein bisschen älter. Bist du mal mit dem Auto über die Rheinbrücke gefahren? Wir sind sehr wohl mit dem Auto über die Rheinbrücke gefahren, respektive der Vater ist gefahren. Eben du selber nicht, gell? Nein, selber nur. Ich kann mich sehr gut erinnern. Da hat man dann gewartet auf der einen Seite, durchgeschaut, ob ein Auto kam, wenn keins kam, ist man gefahren. Aber gell, irgendwie so eine wirkliche Grenze hat man damals nicht gespürt. Man ist einfach durchgefahren, ist irgendjemand anders gewesen auf der anderen Seite vom Rhein, aber von Grenzen eigentlich nicht wirklich etwas. Nein, Grenzen hat es keine gegeben, natürlich nicht. So wenig wie heute. Das heisst, es ist ein reges Hin und Her nach wie vor. Egal, wie sich jetzt der Wohlstand entwickelt hat. He? Ganz genau. Ein Kulturevent basierend, glaube ich, auf einem Jubiläum von Liechtenstein. Ist das da, oder? Also es ist ja so, dass wir jetzt einfach gerade den Rahmen gefunden haben, die 300 Jahre Fürstentum Liechtenstein. Das hat sich so ergeben, mehr oder weniger zufällig, aber es hat haargenau zusammengepasst. Der Brückenschlag mit unserem Jubiläum. 300 Jahre Liechtenstein. Also die Herrschaft Schellenberg und Grafschaft Vaduz, die haben sich ja Zimmer geschlossen vor 300 Jahren zu eben dem Reichsfürstentum Liechtenstein. Das ist eigentlich der Anlass von dieser Jubiläumsfeier. Ah, so lange hat es gebraucht, bis das Unterland und das Oberland zusammengekommen ist eigentlich? Ja, manchmal braucht es etwas ein bisschen länger, dafür hebt es dann umso besser. Gut, meine letzte Frage. Also Brückenschlag, auch unter Einbezug von Kind. Was gibt es da speziell für Aktivitäten, die wir jetzt vielleicht alle nicht zeigen können? Also wir haben verschiedene Musiken, die hier auftreten. Modernere, traditionellere. Wir haben Attraktivitäten für Kinder. Zum Beispiel eine Hüpfburg oder ein Zauberer ist da, der seine Späße vorführt. Wir haben kulinarische Köstlichkeiten. Eine grosse Vielfalt und alles miteinander insgesamt stellt eine grosse Vielfalt dar. Und ein Zeichnungswettbewerb, gell, von den Kindern, auch von der Schulklasse. Ein Zeichnungswettbewerb, wo die beiden Schulen von Vaduz und Seewallen gemacht haben. Also die Schüler haben sich sehr engagiert. Auf beiden Seiten, da hat es Skulpturen gegeben, es hat Zeichnungen gegeben, es hat Text gegeben, also alles mögliche. So da wieder die Vielfalt, die durch die Schlacht. Vielfalt übrigens auch entlang vom Rhein in Form von Pflanzen, Vögeln und so weiter. Wirklich eine interessante Landschaft. Und da hat man sich getroffen. Die Begrüßung, Manfred Bischof begrüßt Roland Ledergerber, links Franziska und da der Ewald Ospelt. Ewald Ospelt, der letzte Akt hier im Fernsehen, nicht mehr in offizieller Mission. Wie geht's dir so? Mir geht's super. Also ich finde, der Anlass ist natürlich sehr symbolträchtig.
die Nachbargemeinde Seevelen und von dort über die alte Rheinbrücke ist natürlich super und ich finde das eine tolle Idee, ein Brückenschlag und gerade im Zusammenhang mit dem 300-Jahre-Jubiläum Liechtenstein umso besser. Du bist ein bisschen jünger, ein bisschen älter, aber zu unserer Zeit hat es eigentlich keine Grenzen gegeben. Da bist du über die Holzbrücke durch und dann bist du einfach auf der anderen Seite vom Rhein gewesen, oder? Ja, natürlich. Wir haben zwar ganz bewusst Richtung Seevelen weniger den Kontakt gepflegt, aber ich finde es jetzt näher. Wir haben auf Gemeinderatsebene immer verschiedene Austausche gehabt und finde es jetzt intensiver als vermutlich früher. Auf einen Ostbund folgt ein Bischof. Die wievielte offizielle Amtshandlung ist das jetzt für dich? Ja, es ist schon schwierig zu zählen. Es ist jetzt der 25. Tag, wo ich jetzt im Amt bin. Und es sind doch schon einige Amtshandlungen gesehen, aber es ist die erste, die über Grenzen rausgeht, die ich jetzt mit unserem Nachbarn in der Schweiz zusammen tun habe. Und ich freue mich riesig darauf, dass wir jetzt hier in der Mitte der Rheinbrücke den offiziellen Akt von diesem Brückenschlag machen können. Ich weiss nicht genau dein Alter, aber du bist noch jünger als ich. Bist du mal mit dem Auto über die Holzbrücke übergefahren? Ich bin meines Wissens an selber nie gefahren, aber mit dem Vater bin ich noch drüber gefahren und da bin ich aber ziemlich jung gewesen. Also ich durfte nur mitfahren. Aber gell, damals hat es irgendwie die Grenze nicht gegeben. Man war auch auf der anderen Seite des Rheins gewesen, aber als Grenze hat man es nicht wirklich wahrgenommen. Hat sich das verändert? Ich glaube, es hat sich noch mehr in die andere Richtung entwickelt, dass das noch weniger eine Grenze geworden ist. Früher ist man hat gesehen, man geht in die Schweiz durch, jetzt geht man auf Seevelen und so weiter. Also ich glaube, es hat sich sogar noch mehr reduziert, dass da noch weniger Grenzen sind. Vor allem auch bezüglich unter den einzelnen Gemeinden und weniger zum Land, gell? Also so verdutz mit Seevelen und so weiter. Also wir haben mit Seevelen einen sehr guten Kontakt gehabt. Wir sind in meiner Gemeinderatszeit sind wir bereits Seevelen zu Besuch gewesen. Und ja, man hat eine gute Beziehung zueinander. Roland, fühlst du dich jetzt im Ausland? Nein, gar nicht. Ich gehe ja da praktisch jeden Tag über die Brücken wieder zurück. Also das gehört dazu, wie Seevelen auch. Wie ist denn die Beziehung jetzt so von Dutz und Seevelen? Ja, wir haben eine sehr gute Beziehung miteinander, vor allem mit dem Ewald Ospelt natürlich, jetzt mit seinem Nachfolger, mit dem Manfred Bischof. Da tasten wir uns jetzt ein bisschen dran an, aber wir haben auch schon mehrere Kontakte gehabt. Er war ja vorne schon im Gemeinderat gewesen. Ist man manchmal auch froh, wenn man die Kontakte hat? Dass man manchmal auch ein bisschen Unterstützung hat oder so etwas? Ja, sehr gut. Also wir tun uns vor allem moralisch unterstützen. Man hat manchmal miteinander über gewisse Themen. Aber da findet man sich und es tut einfach gut, wenn man einen hat, der nicht in unseren Themen steckt, aber gleich auch etwas dazu sagen kann. Das ist sicher Gold wert, wenn man sich jemanden austauschen über Grenzen weg. Links zu Franziska Ledergerber. Der Ewald Ospelt ruft seiner Frau und ich hat dann Franziska Ledergerber gefragt, du, kennst du Frau Bischof? Er hat sie gefragt, wer ist denn die Frau Bischof? Ja, ist für mich ein Genuss gewesen. Ich habe natürlich mich zuerst erkundigt, wer denn die Frau Bischof ist. Und dann haben sich die beiden Frauen dann doch getroffen. Du bist ein richtiger Gewunderer. Müsst ihr euch noch aneinander herentasten? Wer meinst du, wir zwei? Ja, das ist ja gar nicht da, sie flücht. Ja, stimmt. Also, ich heiße Frau Bischof. Komm, wir gehen mal durch. Also, komm, hör auf, strich das noch mal. Ich meine, du machst ihn mit. Das ist das erste Mal, hä? Das ist eine Gewöhnungssache. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber Franziska, man gewöhnt sich daran, gell? Man gewöhnt sich daran mit der Zeit, gell? Man gewöhnt sich daran, ja. Also wird es einfacher. Nein, du darfst einfach immer dich selber sein und dann ist es okay. Und sobald du anfängst zu verstellen, ist es nicht mehr gut. Siehst du? Und so kommt man sich näher. Ganz genau. Was ist denn das Problem? Also, dass der Mann immer vorne ist? Oder was ist denn das Problem? Nein, ist einfach, die ganze Situation ist ungewohnt, ist neu, ist zum Lernen. Ja, muss man zuerst ein bisschen dran herentasten. Aber doch sehr sympathisch, gell, so eine Reaktion, Franziska, nicht? Sehr sympathisch. Hans, ihr bringt das bitte auch, ist das gell? Wirklich sehr sympathisch. Du bist ein richtiger... Charmeur. Galizzi-Charmeur, alles. Äussere Beden. Also wenn man so solche Leute wie dich gegenüber hat, dann ist es immer gut. Gell? Dann ist es perfekt. Albert kann hier hocken. Hey, nimm dich mit. Wartest du auf Gäste, oder was? Ja, ich warte auf Gäste, ja. Ist egal wer. Egal wer, so du kannst mitfahren natürlich. Ich würde natürlich. Wenn sie ja, sicher. Ja,
Komm, dann probieren wir doch. Ah, machen wir. Jetzt kommen wir rein. Ja, dann hocken wir mal hier. Da. So, jetzt sind wir drauf. Düdüt, 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 düdüt. So, jetzt trennen wir die Politik da. Das ist fast wie dort beim Toten Meer, wo sich das Wasser geteilt hat. Oder beim Roten. Woher geht die Fahrt? Woher? Sevelen. Ah, so, okay. Geschätzter Gemeindepräsident Roland, geschätzte Gäste von denen und von dort denen, ich begrüße euch ganz herzlich zum ersten Brückenschlag hier in der Mitte, genau in der Mitte von Rheinbruck zwischen von Otz und Sevelen. Aber Rock ist ja nicht nur eine Verbindung über ein Hindernis, ein Brock ist nicht nur etwas über einen Graben raus oder über einen Fluss oder einen kleinen Bach. Ein Brock ist ein Symbol. So auch ein Brockenschlag ist ein Symbol oder ein Synonym für Verschiedenes. Und da ist es ein Symbol für eine Zusammenarbeit heute, für einen Frieden und für eine Freundschaft, die wir hier gefunden haben. In früherer Zeit, wo der Rhein eher ein trennendes Gewässer war und auch vielleicht ein bisschen eine Sprachgrenze war, ist dann die Brocke entstanden. Eine von den ersten Brocken etwa 1870 umeinander. Hier ist dann nachher eine zweite Brocke auf dem gleichen Fundament errichtet worden, 1900. Und seither besteht sie hier. Damit, mit dieser Brockzimmer, hat sich dann auch der ganze Warentransport geändert. Man hat Handelsbeziehungen getrieben. Und das hat sich dann ganz fest fundamentiert, 1924, wo man dann den Zoll- und den Währungsvertrag mit der Schweiz und Liechtenstein abgeschlossen hat. Die Rheinbrock, heute noch die letzte dieser Art über der Alpenrhein, ist damit aber auch ein Symbol geworden für die Beziehung zwischen der Schweiz und Liechtenstein. Ja, und heute ist es wirklich ein Symbol für die grenzüberschreitende Beziehung, die wir zwischen der Schweiz und Liechtenstein haben. Speziell auch mit dieser Brücke zwischen Vaduz und Sevelen, zwischen den beiden Gemeinden Sevelen und Vaduz. Man versteht sich heute besser und obwohl man im Laufe der Jahre unterschiedliche Sprachen noch hatte, wir verstanden uns sehr, sehr gut. Und das zeigt sich auch immer wieder, indem wir uns austauschen. Als junger Gemeinderat durfte ich bereits auf einem Besuch auf Sevelen und wir haben uns an einem wunderschönen Abend zusammen austauscht, was in Sevelen passiert, was von dort passiert. Und heute stehen wir hier und machen miteinander wieder einen Austausch. Morgen geht der ganze Akt auch noch weiter, indem wir einen ökumenischen Festgottesdienst feiern, am Mass dann hier, einmal mit dem Verein Sevelen und einmal mit dem Verein Vaduz zusammen, im Rahmen auch von diesen ganzen 300-Jahr-Feierlichkeiten, die in Liechtenstein feiern. Und das ist auch ein ganz toller Rahmen, dass wir Vaduz, wo auch das Symbol von dieser Brücke im Weg, vom Liechtensteinweg integriert ist, zu den 300 Jahre feiern, auch einen Platz gefunden hat. Wir reden heute vom ersten Brockenschlag. Ein kleinerer wird es geben. Roland und ich haben bereits wieder einen nächsten Termin abgemacht. Davor laden wir aber alle Sevelerinnen und Sevler recht herzlich zu uns ein. Ab dem 1. Juni findet der Sommertreff beim Rathausplatz statt mit verschiedensten Abend-Events, mit tollen Attraktionen unter dem Tag, Kontoren schauen, geniessen es miteinander und so immer wieder die tollen Austausch fördern. Ja, lieber Roland, wir wissen ja, dass auf der Schweizer Seite sehr, sehr gute Schoki gemacht wird. Aber es wird auf der Liechtensteiner Seite sehr, sehr gute Schoki gemacht. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dir ganz, ganz herzlich zum ersten Brockenschlag
Eine kleine Tafel Schoki mit der Brocke überreichen und danke für die tolle Freundschaft, was wir zwischen Kadotz und Sevela haben. Vielmals. Das ist jetzt eine riesen Überraschung. Schön. Und geniessen die Events und die Verpflegungen, die wir hier aufgestellt haben. Danke vielmals. Danke für die schönen Worte. Danke auch für die Tafel Schoki. Die hat mich jetzt wirklich überrascht und ich habe nichts mitgebracht. Aber wo wir übergelaufen sind, das vorne, habe ich die Brücke natürlich wieder ein bisschen genauer angeschaut. Wenn ich mit dem Bike rüberrase, dann sehe ich aber nicht alles. Oder? Jetzt zu Fuss habe ich da das Plakat da oben gesehen, Liechtenstein Schweiz. Und jetzt spontan ist mir gerade in den Sinn gekommen, wir machen da neues. Das sieht jetzt wirklich nicht mehr so gut aus. Und ich glaube, da tue ich dir als nachträgliches Geschenk für den Brückenschlag dann auch übergeben und offerieren. Super. Danke schön. Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich auch meinerseits zu dem Brückenfest und ich danke Ihnen, dass Sie hier sind. Besonders danke tue ich Markus Meyer, der das Ganze initiiert hat und seinem Team, wo das Brückenfest auf die Beine gestellt hat. Jetzt ist immer das Problem, wenn man als zweiter Redner dran ist, hat der erste einmal schon viel voraus gesagt. Und ich habe natürlich das schon gedacht, dass der Manfred jetzt einmal das sagt, was in der Geschichte drin steht, und habe ich auch noch etwas anderes erfunden. Brücken sind Symbol von einer sicheren Verbindung. Dort, wo es keine Brücken hat, ist es meistens gefährlich, um von einer Seite auf die andere zu kommen. Sei das im Wortsinn, im eigentlichen Wortsinn, oder sei das im übertreiten Sinn. Brücken ermöglichen wirtschaftliche, soziale und kulturelle Beziehungen und stehen für Gemeinsamkeiten. Im übertreibten Sinn steht jetzt unsere Brücke hier auch für 150 Jahre traditionsreiches, nachhaltiges, schweizerisches und liechtensteinisches Miteinander. Gestern, heute und auch in Zukunft. Das entspricht ja dem ganzen Motto vom heutigen Festanlass. Unsere Holzbrücke war früher ein wichtiger Übergang und ist heute ein wichtiger Übergang über den Rhein. Ursprünglich als Verbindung mit betriebs- und volkswirtschaftlicher Sinngebung gebaut, dient die Brücke heute dem langsamen Verkehr. Nicht mit dem Verkehr, wie er früher war, sondern dem geruhsamen Verkehr in einer schnelllebigen Zeit. Eine schöne Gelegenheit also, zum ab und zu einem hektischen Alltag zu entfliehen und sich auf dieser architektonisch einzigartigen Brücke zu entschleunigen. Es liegt in der Natur von Brücken, dass sie Anziehungspunkte sind. Sich bewegende Menschen konzentrieren sich darauf, denn sie ermöglichen eben die Verbindungen und Kontakt, wo sie schwierig oder gar nicht möglich wären. Brücken sind darum auch strategisch wichtige Werke. Wer Kontrollen über so eine Brücke hat, ist mächtig und einflussreich. Weil sich viele Menschen einen Kuchen vom Einfluss und von der Macht ein Stück abschneiden wollen, ranken sich in der Vergangenheit bis heute Legenden und Sagen über solche Bauwerke. Wer kennt sie nicht, die Geschichte von der Teufelsbrücke im Kanton Uri, wo sich Turner mit dem Teufel eingelassen haben, damit sie endlich eine Brücke bauen können. Und schliesslich haben sie nur dank der Hilfe von einer alten Frau den Drachen vom Körnten können abwenden. Andere Fabeln erzählen, dass sich auf der Brücke, neben der Brücke, allerhand zwiespältige und unmögliche Kreaturen aufhalten. Sind sie also bei ihrer nächsten Brückenquerung auf der Hut, passen sie auf, denn es könnte gefährlich werden, sie könnten ja so einer Gestalt begegnen. Brücken sind nämlich aus der volkstümlichen Geschichte heraus gefürchtete Geisterorte. Da sind einmal Wassergeister oder ähnliche Gespenster, die ihr Unwesen treiben. Zahlreiche Sagen erzählen auch von Geisterbrücken, wo man nachts nicht weitergekommen ist, irregeführt worden ist, misshandelt oder sogar ermordet worden ist. Geister zeigen sich dann oft als Lichter oder erscheinen als kopflose Gestalten, die auf ihre Erlösung warten. Vielfach hat der Geist dann auch Gestalt von einem Tier oder von einer furchterregenden Fantasiegestalt. Auch bekannte Sagenwesen machen Brücken und ihre Nähe unsicher. Das sind zum Beispiel die Schimmelritter,
Feuermänner, gute und schlechte Feuerhexen, um nur einige zu nennen. Oft steht am Brückenkopf, da könnt ihr es vielleicht noch einführen, Manfred, steht ein Mann am Brückenkopf, der die Leute warnt und ihnen empfiehlt, bevor sie über die Brücke gehen, das Vaterunser zu beten, damit sie auch sicher heil auf der anderen Seite nachkommen. Sagenhaft im eigentlichen Wortsinn ist unsere Brücke noch nicht. Wer weiß, vielleicht ranken sich auch um diese Brücke in einigen hundert Jahren mögliche und unmögliche Geschichten und Legenden. Dass man sich dann von einem Rheinwolf erzählt, wo die Biker, die da übergefahren sind, mit den Krallen Pneu aufgeschlitzt hat, dass sie nachher auf der Ramze gefallen sind, auf Deutsch gesagt, und schliesslich allenfalls sogar gefressen worden sind. Oder dass die Bestien ihrer blutrünstigen Art und Erscheinung die Ritter, die da übergeritten sind, in die panische Flucht geschlagen hat, sodass sie nachher in den Rhein gefallen sind und vertrunken sind. Wer weiß? Unsere Nachfahren können sehr wahrscheinlich noch viel, viel über die Brücke erzählen, schmunzelnd und nicht ganz so ernst. Aber sie werden sich sicher immer über die Brücke freuen. Wir versichern ihnen gern, dass sie keine Angst mehr haben, wenn sie über die Brücke hineingehen. Legenden und Sagen sind ja nicht immer einfach nur wahr. Da freuen sie sich in Zukunft an der Querung von dieser Rheinbrücke und erleben sie dabei die Langsamkeit und die Gemächlichkeit. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen ein schönes Fest und einen schönen Tag miteinander. Mit DJ, Alpen-DJ Heiner, glaube ich, jetzt auf der Seefeler Seite und dann abwechslungsweise Programm auf B-Seite von Orts und Seefeler. Weiterhin viel Vergnügen, danke. Ciao. Oh, los geht's. Hallo, tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Das folgende Ort. Ich möchte, dass du nie von mir gehst. Ja, Zauberkünst-Event bei dieser Holzbrücke. Die letzte Holzbrücke übrigens noch, die über Rhein überführt. Die Holzbrücke, die steht natürlich immer dort, wenn kein Event dort ist. 1871 ist errichtet worden zu zwei Drittel von der Gemeinde Vaduz mit Hilfe vom Land zahlt, zu einem Drittel von der Gemeinde Seewalen. 135 Meter lang, 5 Meter breit und aufgrund von der Höhe von der Item hat sie dann dreimal müssen erhöht werden. 1900 dann eine Sanierung, 1927 hat sie das Hochwasser überlebt, ist beschädigt worden, hat dann wieder müssen repariert und angehoben werden. Und dann die letzte Sanierung war im 2009 und 2010. Und jetzt eben immer lebt sie noch. Manchmal denke ich mir, ist gut, haben wir so eine Holzbrücke. Denn diese Holzbrücke, die signalisiert doch immer wieder, dass die Zusammenarbeit irgendwie auch einen Platz hat, wo man sie eben stattfinden kann. Das grenzüberschreitende Denken hängt aus meiner Sicht noch ziemlich stark mit dieser Holzbrücke zusammen, wo es immer hin und wieder in gewissen periodischen Abständen wieder eben solche Events gibt. Ein Brückenschlag zwischen zwei Ländern oder eben zwischen zwei Gemeinden, da jetzt zwischen Vaduz und Seewalen.